schau all deine Facetten an, die du als Persönlichkeit hast, und nutze sie. Menschen bilden die Grundlagen von Zahlen, dass wir uns wirklich wieder auf die menschlichen Talente, auf die Menschen konzentrieren. Jeden Tag hören wir in den Nachrichten und lesen wir in den Zeitungen viele, viele Dinge, die uns, mich zumindest, sehr, sehr traurig machen. Und umso wichtiger ist es, Herzensbotschaften in die Welt zu bringen. Und gerade deswegen habe ich das Projekt Herzensbotschaften kreiert. Und eine meiner Herzensbotschaften-Autorinnen ist heute hier bei mir im Herzensbotschaften-Talk. Herzlich willkommen, liebe Sonja Konrad-Weiß. Schön, dass du da bist. Vielen Dank für die Einladung, liebe Daniela. Sehr, sehr gerne. Sonja ist eine ganz spannende Persönlichkeit. Ihr Kapitel heißt Selbstführung und Menschenführung. Habe ich nie wirklich gelernt. Und wenn man auf ihre Homepage schaut, dann liest man den Satz Generationenvielfalt für den wirtschaftlichen Erfolgssprung. Erzähl mal, Sonja, was genau meinst du damit? Mir ist es wichtig, dass wir, da es eben doch wirklich viele wirtschaftliche Nachrichten gibt, die nicht ganz so zukunftsweisend sind, sondern also auch gestern habe ich wieder die Zahl gesehen, wie es dieses Jahr mit Insolvenzen aussieht, dass da einfach im ersten Vierteljahr wieder etwas nach oben gegangen ist. Und ich sehe hier einfach einen großen Ansatzpunkt, dass wir uns wirklich wieder auf die menschlichen Talente, auf die Menschen konzentrieren dürfen, fokussieren dürfen und dann auch automatisch schwarze Zahlen generiert werden. Das ist einfach so einer meiner Sprüche und einer meiner Zitate, wo ich sage, Menschen bilden die Grundlagen von Zahlen. Und ich glaube, dass wir das die letzten Jahre irgendwo vergessen haben und etwas verdreht. Eins bedingt das andere. Und das sind meine Ansatzpunkte, wo ich in der Arbeitswelt, in der Führungswelt mehr Menschlichkeit mit reinbringen möchte. Wow. Menschen bilden die Grundlage von Zahlen. Was für ein spannender Satz. Und kurz danach hat hier auch etwas im Laptop geklingelt. Das ist ja auch etwas, was wir in unserer heutigen Welt immer wieder haben. Ständig und andauernd kommen irgendwelche Medien hoch und der Mensch hat zu lernen und hat in der Vergangenheit auch gelernt, damit umzugehen. Und dennoch sind es ja ganz, ganz, ganz viele Dinge, die so von ganz, ganz vielen Seiten immer wieder auf uns einströmen. Und wie genau unterstützt du Menschen dabei, zum Beispiel mit diesem Stressfaktor umzugehen, mit den Themen umzugehen, die so in Unternehmen sind, damit dann wirklich auch die Menschen die Verantwortung dafür tragen, dass schwarze Zahlen in die Bücher kommen? Ja, ich glaube, ein wichtiger Punkt ist, dass man hinhört. Also ich habe mich von dem Wort zuhören verabschiedet, sondern hinhören. Denn wenn ich zuhöre, mache ich meine Ohren zu. Das ist die Sprache, worauf ich die letzten Jahre einfach auch vermehrt achte und da auch die Menschen dafür sensibilisiere. Egal, ob ich jetzt im Gespräch bin mit einem Personalverantwortlichen, einem Geschäftsführer, einem Kleinunternehmer, hier einfach auch in die Diskussion zu gehen, auch zu gucken, zu analysieren, ja, warum hat vielleicht das Unternehmen jetzt gerade Stress? Hängt das vielleicht auch mit dem Unternehmer selbst zusammen? Dass einfach hier Blockaden sind, dass ich auch irgendwo das Gefühl habe, ich stehe an der Wand, es geht nichts mehr vorwärts. Und da einfach auch gute Fragen zu stellen, zu gucken, was fehlt mir im Moment? Was brauche ich, damit ich zufriedener bin, entstresster bin und eben auch, also das, was ich an Wirkung habe, wirkt sich einfach auch auf andere aus. Da habe ich ein schönes Beispiel.
kreiert, weil mich auch im Frühjahr jemand gefragt hat, ja, Sonja, was machst du denn eigentlich? Dann sage ich, okay, zwei Personen, also der Unternehmer und ich, arbeiten 20 Stunden zusammen und ich habe damit das Leben von 200 Menschen besser und gesünder gemacht. Und das Unternehmen schreibt bessere Zahlen. Und das sind die Ergebnisse, mit denen ich arbeite und die ich auch schon verwirklicht habe. Und ja, dafür stehe ich jeden Morgen auf. Wow, das. Denn du siehst auch, wenn ich sowas, also das sind so Visionen von mir, und wenn das dann tatsächlich in die Tat umgesetzt wird, weiß ich einfach, dass es auch mir besser geht und dass ich meine Welt, mein Umfeld besser gemacht habe und einen nachhaltigen Fußabdruck auf dieser Welt hinterlassen habe. Wow, das klingt wundervoll. Du hast jetzt ganz viel gesagt. Ich fange mal mit dem Hinhören und Zuhören oder umgekehrt Zuhören und Hinhören an. Das ist ja genau das, wenn zu viele Dinge um uns herum sind und wir nur im Außen sind und hier ein Podcast, da Radio, dort Fernsehen, hier ein Gespräch, da ein Telefonat, da eine Mail, dort eine Zoom-Konferenz, dann ist es, glaube ich, ziemlich normal, dass wir irgendwann zumachen und einfach das nicht mehr wahrnehmen und hören können, was mit den Menschen nebenan passiert. Und das ist natürlich besonders katastrophal, wenn es ausgerechnet diejenigen sind, mit denen ich ganz eng zusammenarbeite, mit denen ich gemeinschaftlich einen Unternehmenserfolg kreieren möchte. Wenn wir uns nur noch auf die Medien konzentrieren und auf das, was auf uns einprasselt und den Faktor Mensch nicht mehr im Blick haben und den Faktor Sprache, auch einer meiner Sätze ist ja Worte, weil Worte wirken. Nicht, ja, Worte wirken und ich sage immer, ich mache meinen Job, weil Worte wirken. Und Worte haben so viel Macht. Du hast ein schönes Beispiel genannt. Anderes Beispiel ist dieses Ich muss, ich muss, ich muss. Sobald ich dieses Ich muss aus meinem Wortschatz streiche, macht sich ja auch schon gleich meine Brust sehr viel weiter. Doch zurück zu dir und deiner Erfolgsgeschichte. Wie genau bist du bei diesem Unternehmen vorgegangen, dass hinterher 200 Leute waren, sehr viel glücklicher waren, sehr viel mehr gemeinsam Erfolg haben und vielleicht auch ein bisschen mehr aufeinander gehört haben? Was genau hast du mit denen gemacht? Mit dem Unternehmer habe ich mir einfach erstmal eine Auszeit genommen. Das heißt, wir haben 2 Stunden uns Zeit genommen, um zu gucken, zu analysieren, ja, wo steht er im Moment jetzt? Ja, also einfach in dieses Jetzt zu kommen, das ist dieses Fokussieren, nicht in der Zukunft, nicht in der Vergangenheit, sondern ins Jetzt erstmal anzukommen und dann auch einen Satz zu formulieren, wie er wieder an eigene Lösungen kommt. Denn oftmals, also diese Wand, die da vor uns ist, wenn wir dann einen vertrauensvollen Gesprächsrahmen haben und einfach auch mal Dinge aussprechen, ohne dass es bewertet wird, sondern einfach mal, ich sage oftmals, den ganzen Ballast auf meinem Schreibtisch hier oder auf dem Tisch, der vor uns steht, einfach mal abladen. Ja? Und dann gucken wir mal, dann sortieren wir mal. Ich arbeite immer auch gerne mit Bildern. Dann sortieren wir mal und gucken, welchen Teil wir uns jetzt mal genauer angucken und fokussieren uns auf diesen einen Teil. Manchmal ist es auch so, dass ich dann sage, okay, wenn nur Kleinteile kommen, wir können auch rausgehen, eine halbe Stunde uns bewegen, denn in Bewegung passiert auch noch mal ganz viel in uns. Und dann machen wir einen, ja, einen Weg. Ja, was wünscht sich derjenige? Wie soll die Zukunft aussehen? Einfach so ein Zukunftsbild. Ja, 31.12. Was brauchst du, damit sich bestimmte Dinge geändert haben? Also arbeite einfach ganz viel mit Fragen und da ist eben dieses Hinhören wichtig. Wichtig auch für mich in diesen Momenten, dass ich nicht von mir ausgehe.
dass ich in diese, ja, einfach in diese Außenposition gehe und auch bleibe und wirklich nur fürs Sortieren und auch fürs Begleiten dann in diesen Momenten zuständig bin. Also in diesem Fall war es tatsächlich so, dass die Ursache ein Mitarbeiter war, der Unterlagen gefälscht hat und dadurch auch ein Schaden entstanden ist. Ja, er einfach ganz viel in diesem Mitarbeiter gesehen hatte. Der Mitarbeiter ist in den Burnout gerauscht, beziehungsweise ist ausgefallen. Das heißt, natürlich hatte das auch ganz viele Auswirkungen auf die umstehenden Personen und Unmut, ne? Es war eben nicht nur das Finanzielle, sondern es war eben auch ja, die Menschen, die damit betroffen waren, unter anderem eben auch das Unternehmen. Und da war es einfach auch, also eine Frage war, was hättest du tun können, damit das nicht passiert? Ach, ich hätte nichts tun können. Okay. Was hätten dann deine Führungskräfte tun können? Und dann so sind wir Stück für Stück da dran gekommen, haben aussortiert. Zwar, also es kam dabei raus, dass zwei Führungskräfte beide ziemlich am Burnout waren von diesen fünf. Also es sind alleine durch die Fragen sind andere Dinge aufgetaucht. Und das Spannend. heißt, ich habe da ein externes Beratungsunternehmen einfach auch mit reingenommen für einen Workshop, weil ich bin Unternehmerin und habe ein tolles Netzwerk, mach nicht alles alleine, ja, sondern ich gucke, wo habe ich Experten, die ich mir einfach damit ins Boot hole, damit ich dann auch alleine mit diesem Unternehmer ein tolles Gesamtergebnis hinbekomme. Sehr Ja, cool. schlussendlich im Januar hat er dann auch noch, da sie sehr viele IT-Arbeitsplätze haben, Büroarbeitsplätze, haben wir da noch so ein Tool mit reingenommen, das er jetzt mal ein halbes Jahr mit seinen Mitarbeitenden testet, wo es einfach um mentale Gesundheit, um bestimmte Impulse geht. Und die Menschen dort auch die Möglichkeit haben, wenn sie in belastenden Situationen sind, sich dort auch schnell, unkompliziert ein Telefonat holen zu können. Weil das ist tatsächlich was, wo ich sage, je schneller wir reagieren können, desto besser ist es. Denn wenn ich zum Arzt gehe und sage, ich habe Bauchweh, obwohl eigentlich mein Kopf überlastet ist und also eine mentale Überbelastung da ist, ja, bringt es ja auch nicht weiter. Also hier einfach auch präventiv viele Dinge angehen und wie gesagt, also ja, das sind einfach diese ganzheitlichen Ansätze und ganzheitlichen Lösungen, die mir wichtig sind. Ja. Ja, sehr, sehr cool. Du hast eben bei deiner Beschreibung gesagt, dass du mit dem Unternehmer auf den 31.12. geschaut hast. Und genau diese Frage möchte ich dir gleich weitergeben. Während wir dieses Video aufnehmen, sind wir mitten im Frühling 2024, kurz vor Ostern. Es ist also noch ein Dreivierteljahr Zeit bis zum 31.12. Was möchtest du, liebe Sonja, am 31.12. über das Jahr 2024 sagen? Das war mein genialstes Jahr. Es sind so viele Dinge, so viele Ziele, die ich hatte, eingetreten. Manche durfte ich auch ein bisschen verändern, wie die anderen Jahre zuvor auch. Allerdings meinem großen Ziel bin ich näher gekommen und ich habe viele kleine Meilensteine erledigt. Und ja, mein Kontostand spiegelt es wieder. Mein positiver und ja, und auch die Feedbacks spiegeln das wieder. Und ich sitze mit meiner Familie unterm Weihnachtsbaum und sage: Wow, das ist ein Champagner-Moment. Wer ist deine Familie? Wer gehört dazu? Ich habe einen lieben Mann und zwei Kinder, die 16 Jahre alt sind, die ja, Zwillinge.
ein Junge und ein Mädchen Wunschkinder. Und deshalb, also das ist einer der Gründe, warum mir auch dieses generationsübergreifende Personalmanagement so wichtig ist. Nicht in Schubladen und Generationen denken. Die beiden gehören nämlich in die Generation Z, wenn man das so benennen will. Und da heißt es immer, oder heißt es oftmals, die haben alle keine Lust mehr, das ist das, ne? Also ja, einfach so viel negativ behaftetes, wo ich immer sage, nein, es ist nicht so. Und guckt auch hier genauer hin, redet mit den jungen Menschen. Ein Beispiel, ich hatte im Frühjahr ein PC, eine Herausforderung. Ich wollte irgendwas kreieren auf dem Bildschirm. Und ich habe eine Stunde lang rumgemacht und denke, oh, dann habe ich meinem Sohnemann gerufen, der einfach sowas gerne macht. Und dann sagt er, Mutter, wo ist denn das Problem? Ja? 5 Minuten später hatte ich genau dieses Ding, was ich wollte. Und ich denke, okay, genau, das ist eben generationsübergreifende Zusammenarbeit, Teamarbeit, auch zuzugeben, dass die bestimmte Dinge einfach schneller und besser können. Vor kurzem habe ich gelesen, die Lebenserfahrenen kennen die Abkürzung, ja, weil ich will ja nicht mehr so viel Energie verpulvern. Und die Jüngeren sind einfach, die haben ja, oftmals dieses flexiblere, angepasstere Mindset, vor allem was IT-Geschichten angeht. Und Total. es wäre auch hier verschwendetes Potenzial, wenn wir das nicht nutzen. Total. Jetzt habe ich noch zwei kurze Abschlussfragen für dich. Ich habe dir hier heute eine Zeitmaschine mitgebracht und du hast die grandiose Chance. Sie steht da draußen und die kommt gleich zu dir. Du hast die grandiose Chance, 15 Jahre in die Vergangenheit zu reisen und deinem 15 Jahre jüngeren Ich maximal drei kurze Tipps in drei kurzen, knackigen Sätzen mit auf den Weg zu geben. Und die Maschine landet jetzt bei dir. Du machst die Reise 15 Jahre zurück, stehst deinem 15 Jahre jüngeren Ich gegenüber. Was rätst du ihm? Oder ihr besser gesagt. Ich rate ihm, schau all deine Facetten an, die du als Persönlichkeit hast, und nutze sie optimal. Das ist Potenzial, das du hast. Und das zweite oder dritte ist eine Kombination. Du kannst Menschen begeistern. Du hast ein riesen Netzwerk. Nutze es und dann mach dein Ding. Sehr schön. So, dann wollen wir dich mal wieder zurück ins Hier und Jetzt. Und ich komme zu meinem Eingangssatz zurück. Selbstführung und Menschenführung habe ich selbst nie gelernt. Ist die Überschrift, die Hauptüberschrift deines wunderbaren Kapitels im Bereich des Unternehmertums im Buch Herzensbotschaften. Und wir wollen ja nicht zu viel vorwegnehmen, aber hast du schon mal einen Tipp aus deinem Kapitel der Herzensbotschaften, den wir hier, jetzt und heute schon verraten? Einen Tipp. Wichtig ist, selbst wenn Hürden uns in den Weg gelegt werden, wenn wir manchmal uns vielleicht die Zukunft anders vorstellen, wie sie dann tatsächlich eintrifft, dass wir nicht die Geduld und vor allem auch nicht den Humor, unser Lachen nicht verlieren. Wow, oh, was für ein Gänsehautsatz. Oh ja, das kann ich nur bestätigen. Denn Dinge passieren und sie passieren auch so, wie unser Verstand es manchmal nicht so toll findet. Aber wir haben es selbst in der Hand, wie wir damit umgehen. Und ich möchte hier einen Satz vielleicht noch anbringen. In dem Moment, wo dir Umstände oder andere Menschen schlechte Laune machen, haben diejenigen Macht über dich. Und das ist etwas, so in der Art und Weise, das ganze Thema Menschenführung, Selbstführung, das ist ein ganz wunderbares Kapitel, was du geschrieben hast, liebe Sonja. Es ist so, so wertvoll und so wundervoll und
Bald kommt das wunderbare Buch ja auch auf den Markt. Jetzt hast du die Chance. Magst du noch einen Abschlusssatz, einen Abschlussappell, irgendwas, was dir jetzt gerade auf dem Herzen liegt, irgendwas, was jetzt gerade dir einfällt, an unser Publikum geben? Wir dürfen als Führungskräfte, als leitende Personen Leitplanken sein für andere Menschen und wir dürfen dabei einfach auch mal über uns selber lachen und schmunzeln, denn das ist das, was uns menschlich macht und ja, einfach den Humor irgendwo in eine kleine Art und Weise mit reinpacken. Wundervoll, wundervoll. Wenn du am anderen Ende dieses Bildschirms mehr über Sonja erfahren möchtest, unter diesem Video sind Homepage und Kontaktdaten sowie Social Media Daten. Hier findest du alles über Sonja Konrad-Weiß. Vielen lieben Dank, liebe Sonja, für dieses wunderbare Herzbotschaften-Interview. Vielen lieben Dank, liebe Daniela Landgraf. So gerne. Bis bald. Ciao. Ciao.